Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Fischfleisch. Heute wieder zu zweit mit mir, Gormes Lehrling. Aber, oder mein Original, wenn ich ernst, ist eigentlich ziemlich scheißegal. Jonak kommt, also cool Server kommt eigentlich wahrscheinlich auch noch dazu. Kann jedenfalls sein. Übrigens muss ich das wieder rausschneiden. Entschuldigung, ich hab's vergessen. Ah ja, apropos, ein Freund von mir wollte auch noch, dass ich erwähne, dass Fischfleisch gar nicht komisch klingt, da Fische auch Fleisch besitzen. Also ich finde das schon ziemlich komisch, denn man unterscheidet immer zwischen Fisch und Fleisch, obwohl das ja eigentlich Fleisch ist. Das ist wirklich das Gleiche. Aber übrigens, willst du ein entscheidendes Diaschwert mit Knockback 2 und Sharpness 3? Ich hab halt nichts, das ich wirklich abgeben könnte, also eher nicht. Wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich selbst ins Verzaubern. Boah, beißt an, ihr Drecksviecher! Ich will was Cooles angeln! Hey, bitte, du hast es jetzt in deinem Inventar, ich will es nämlich nicht. Okay, da habe ich auch nichts gegen. Komm. Weil du dich letztens beschwert hast, dass du hier so weit hinten bist. Ja. Ach du Kacke! Ach komm, beiß ein! Alter, ich habe mir mal eine Map gecraftet. Du musst mir angucken, wie der schwarze Kasten aussieht. Das ist Rassismus. Der Kasten ist doch schwarz. Trotzdem ist es Rassismus. Bei mir ist der Kasten rot. Ganz genau. Es ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass ein größer Trunk ist Lava. Man kann da ja auch. Man kann das Level-Portal. Dein Haus kann man auch sehen, aber cool Server sein. Echt jetzt? Das habe ich nicht gesehen. So. Außerdem kann ich auch dich auf der Karte sehen. Ja, das weiß ich. Ich bin gerade bei dir. Ach, du bist in meiner Mine oder was? Hä? Ich bin immer noch da drüben und angel. Wo? Genau da, wo ich gerade stand, als du mir die Karte gegeben hast. Ach, da bist du. Ich hab die schon gesucht. Übrigens, ich hab gesehen in der letzten Folge, die ich geguckt habe. Welche war das? Die mit der Kirchenglocke? Ja. Ja. Ich weiß, ich hab gesehen, ihr habt etwas von meinem Zuckerrohr geschnurrt. Kann sein. Hey, was? Ich angel nur Scheiße, ne? Das fuckt mich langsam dezent. Lass mich mal gleich ran, ich bin der Meisterangler. Das ergibt keinen Sinn, das hängt von Glück ab, was man bekommt. Nein. Doch. Das hängt vom Skill ab. Genau. Muss die Angelstrategie. Man muss gut in Glücksspielen sein. Doch, Sinn. Es gibt ein Glücksspiel, in dem kann man gut sein. Was? Ja, Poker. Ja, okay. Das ist zwar das kaum, stimmt. Ist zwar nur ein Glücksspiel, das ist, das aber ist halt wenn nicht man 100% halt Glück. Das ist teilweise auch Taktik, deswegen. Ja, wenn du richtig gut bluffen kannst. Es gibt mal einen Typen, der hat einen richtig ausgetrickst, der hat dann gesagt, ja, er hätte das Beste im Spiel, also ist der kann nicht mehr weiter hochgegangen, aber hatte er die schlechtesten Karten, die man haben kann. Was bringt ihm das? Er hat gewonnen. Hä? Er hat gewonnen, weil er den anderen davon überzeugt hat, dass er die besten Karten im Spiel hat. Und der hat dann aufgegeben, oder? Ja. Da das sieht man. Oh shit. Ein Sattel! Und eine fast kaputte Angel mit Haltbarkeit und Reparatur. Please give me the. Bitte gib mir die Angel. Warum? Ich hab grad dir Schwert geschenkt. Stimmt auch wieder. Danke. Oh, Mending, das ist sogar wirklich stark. Aber den Sattel behalte ich. Kannst du gern machen. Komm, ich will noch was fangen. Das wollen wir alle. Wie hier, das ist so eine richtig interessante Folge. Ja. Also, ich will ja nicht sagen, Junge, aber ich spule das dann vor in der Aufnahme. Scheiße! Ich hab gedacht, das wäre bei mir. Zack, ich hab. Ja, ist halt wieder nur ein normaler Fisch. Hab gesehen, ein Kabeljau. Ein Gabeljau. Der mag Gabeljau. Ja, ja. Benenne ihn doch nicht Gabeljau. Ich versuche noch so eine Angel zu fangen, wie ich dir gerade gegeben habe, und die dann auf dem Amboss mit meiner derzeitigen zu vermischen. Dann habe ich eine Angel mit Glück des Meeres 3, Haltbarkeit 3 und Reparatur. Also willst du jetzt auch so eine Angel holen, okay. Kannst auch keinen meinen Amboss benutzen. Erstmal brauche ich noch so. Alter, ich habe inzwischen ziemlich viel Kabeljau. Nice.
Den braucht nur keiner und ich habe immer noch 35 gebratenes Zeugschwein-Ding. Also ich habe noch 41 Steaks. Oh, bei dir weißt was? Oh, ich habe einen Salamander gefangen. Salamander sind doch Echsen. Ich habe einen Salmon. Das ist für mich ein Salamander. Genau, das ist mir sicher ein Salamander. Das ist ein Salamander. Ja. Sind wir uns alle einig, Salmon ist Salamander? Ach du Scheiße, während ich geangelt habe, wurde meine Ding hochge. Oh shit, meine Haltbarkeit hochgegangen anstatt runter. Ja, wegen Reparatur. Das ist so geil. Krass. Bending ist dreckig OP. Wow, mal wieder ein Ding. Ich geh jetzt auf den Baum und angel von da aus. Nice. Mach ich vielleicht auch gleich. Das scheiße interessante Folge. Ich meine, wir angeln. Was gibt's Besseres? Finde ich auch. Ach du Scheiße! Ein Kissen. Ein stacheliges Kissen. Ein Kugelfisch? Nee, ein Kugelfisch. Ein stacheliges Kissen. Warum angelst du eigentlich gefühlt besseres Zeug als ich, obwohl ich Glück des Meeres hab? Sag ja, ich bin der Angelprofi. Ich hab die Angelstrats. Yo, schon wieder. Kabeljau. Geil. Der geile Kabeljau. Die ist süß. Ja. Die Folge ist jetzt schon zu einem Drittel rum. Ach du Scheiße, Tripwire Hook. Was? Tripwire Hook. Was heißt das auf Deutsch? So ein Haken, mit dem man Fallen machen kann. Oh, wer hätte es gedacht? Kabeljau. Lecker. Ist bei mir halt momentan wirklich so, dass wenn meine Angel sich einfach auflädt, während ich angel. Das ist super cool. Also ich hab nur endlich angel. Und ich hab sie dir gegeben. Vielen Dank. Seine Arschgeige. Komm, einmal. Ich baue gerade eben mit der Angel und Kabeljau. Ja, was denn sonst? Gibt's noch andere Fische? Ja, ein Salamander. Ich weiß, ich habe auch schon ein bisschen was anderes. Ich hab. Salamander. Ich habe im Moment 3 Salamander. Oh, geil. Das sind Salamander. Das kann echt ein Running Gag werden. Ich habe Angst. Ich will solche Running Gags nicht. Ich will nur die tollen Mörder-Running-Gags mit Lord Ecke. Yeah. Okay, weil es eine richtig geile Angel kleine Physics No Scope angeln. Boom, es ist Was war das? Oh, ein Salamander. Ein Salamander, ey. Ich geh mal ich wollte farmen gehen am Ende der letzten Folge, stimmt. Kannst gerne meine Mine. Das tut so nicht mehr. Ja, eben drum gehe ich nicht dahin. Ich gehe mir eine neue Mine suchen. Oh shit, noch ein Salamander. Oh, die Salamander sind halt schon gut. Als ob, ich habe jetzt voll Dürrebild hier auf dem Ding. Ja, was? Du hast ein volles Nein, ich habe voll Durability hier auf dem Ding. Also volle Haltbarkeit. Aber auch meine Angel. Durability. Ja. So heißt es. Er ist richtig geil. Erstmal wie am Bring 3 und dann noch Mending, das ist OP. Für eine Angel. Hast du eigentlich meinen geheimen Tunnel, den ich gebaut habe, wieder zugebaut oder? Welchen? Der zu deinem alten Keller. Ja. Schade. Ich hab Übrigens, hast du schon meinen neuen Keller gefunden? Nö, ich hab noch nicht wirklich geguckt, aber. Ich hab Ach du Scheiße, als ob du die noch nicht gefunden hast. Ich hab nicht gesucht, so aber. Easy. Ja, denke ich auch. Hier ist ein komisches Steinkreuz, vor mir ist ein Wasserfall und dahinter eine Öffnung. Ah, und warte, du hast ihn gefunden. Es ist übrigens ein Community-Keller da oben. Boah, mit viel Inhalt. Ich weiß, dass noch nichts drin ist, halb ja. Da muss irgendwas rein. Apropos, da ich ja verloren habe, muss ich noch einen Markt bauen. Mach ich auch bald. Stimmt. Das mache ich auch sehr gern. Entweder jemand ist offscreen oder mal in der Folge, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ein weiteres Kissen. Als ob, ich habe nur einen Kugelfisch. Ich habe jetzt 2 Kugelfische. Kissen, Kugelfisch. Scheiße! Was? Ich habe zu früh gegangen gezogen.
Das ist ja auch irgendwie witzig, finde, wenn man einen Sattel fängt, der kommt auf die Angel zugeschwommen. Ja. Es treibt sehr viel Müll in unseren Meeren. Und viele Salamander. Oh ja, stimmt, klar. Wie konnte ich die Salamander vergessen? Diese verdammten Salamander. Immer diese Salamander. Hast du gewusst, dass es im Meer sozusagen die größte Wahrscheinlichkeit gibt, dass du was fängst? Ja. Unerwartet. Ist aber wirklich so, wenn du in dem Gebiet Fluss angelst, ist die Wahrscheinlichkeit niedriger. Okay. Kabeljau. Hab ich irgendwo Dings? Exkremente? Ja. Das hätte mich ja ein Zitat von irgendjemandem. Also kennst du den Begriff Amelie? Ich kenne das nur als Name. Ja. Und zwar Amelie heißt ohne Freunde. Ohne Arm und Beine. Was? Es kann wissen, es ist ein Begriff im Arzttum. Ich glaube, ich habe das. Okay. Ich weiß. Auf jeden Fall heißt es halt ohne Arm und ohne Beine. Und einer meiner Freunde hat gesagt, der hat gedacht, es heißt ohne Exkremente. Was? Einer meiner Freunde hat gesagt, Amelie heißt ohne Exkremente. Was zur Hölle hast du für Freunde? Ich weiß. Boah, Junge, ich habe jetzt nicht ernsthaft keine Fäden. Oh, ich habe auch richtig geil. Und was richtig Gutes. Und zwar, Bojo klingt ja irgendwie nach einem Typen mit einem Anime-Profilbild, oder? Nein, ja, ein bisschen. Ja, und jetzt kommt. Und zwar, mein Name ist Bojo, aber meine Freunde nennen mich. Ach, wie mache ich hier was vor? Hahaha, den kann ich. Ah, der ist super. Guckst du den OP? Ja. Wunderbar. Kommt, liebe Kinder, steigt in die Bahn und ihr werdet so schnell kein Tageslicht mehr sehen. Das ist verstört. Es ist witzig. Sondern dass ich habe mit einem Schulkameraden sogar einen richtigen Comic draus gemacht. Warum? Das kennen wir jetzt dann so mit dem Pantimos, dem Triebtäter, mit Zumander Globiris. Ja, die Leute immer. Oh ja, da haben wir auch richtig neue Insider gemacht. Und zwar als Beispiel, wenn dann Zumander Globiris da im Wagen sitzt und die Kinder so, hey Kids, wollt ihr ein paar Pokémon? Fragt das eine Kind, was ist denn da drin? Sagt Zumander Globiris, habt ihr schon mal von Kokain gehört? Hast du sagen die Kinder, nein, sagen die, nehmt das. Hast du gerade eigentlich Zumander und Globiris gesagt? Hat sich jedenfalls Zumander so Globiris. Ja. Zumander Globiris, das ist ein Doppelname. Hört sich toll an. Weiß. So, und dann noch ein, mein Liebling ist. Okay, Kids, nehmt die Pillen, die bringen euch bei zu blasen. Blasinstrumente. Aber natürlich. Sag mal, warst du schon mal hier bei einem Gebirge, wo so Lava vom Berg runterströmt und direkt daneben Wasser? Denn hier steht ein komisches 1x1 großes Haus. Ernsthaft? Ja. 1x1 großes Haus, meinst du, das ist ein Block? Nein, das ist, also, wenn. Nee. Es ist 2 hoch. Ach, okay. Das ist einfach so eine komische Wand. Ich kann von meinem Haus aus deinen Steinpenis sehen. Das ist kein Penis. Für mich schon. Das ist einfach eine Säule. Ach du Scheiße, ich habe jetzt schon 10 Salamander. Die klassischen Salamander. Warte kurz, ich klicke mich mal kurz zu dir. Okay, warte. Ich bin gerade ein bisschen wieder weggelaufen. Ich muss erst mal wieder kurz hin. Ah, bin wieder da. Ach, da. Ja, da vorne. Wow, das war ich nicht. Auf der Rückseite. Das muss ein Jona gewesen sein. Er muss ich schon wieder rausschneiden. Entschuldigung, ich bin doof, ich bin der cool Surfer. Da oben liegt Schnee. Oh, Schnee. Ich hole mir ein bisschen was. Das muss der cool Surfer gewesen sein. Das muss der gewesen sein. Glaube ich auch. Ich hab trotzdem schon genug Schnee. Überall Kokain. Ich liebe Kokain. Ich auch. Erzähl deinen Eltern nichts davon, okay? Wir sind alle merkwürdig, yay.
jetzt gönne ich mir wieder saftig was zum Snacken. MLG ohne, Waterbucket, MLG ohne Waterbucket. Yo. Moin. Alter, ich habe hier noch ein paar Cobwebs. Ich frage, was ich mit denen noch mache. Essen. Übrigens, was es auch noch gibt, es wird bald ein Event geben, wo man einen einzelnen Bedrock gewinnen kann. Warum? Weil man damit jemanden richtig nerven soll. Hä? Man kann den einmal irgendwo hin platzieren und dann mit einem Bedrock schafft man das nicht. Alter, du kannst irgendwo in irgendeinem Haus einen Bedrock platzieren, am besten noch über einer Kiste. Und dann ist es wirklich ein bisschen nervig, ihn wegzukriegen. Na, und baut man die Kiste ab? Es ist trotzdem nervig, den irgendwo im Haus einen Bedrock rumliegen zu haben. Das stimmt, aber trotzdem irgendwie auch dumm. Es ist dumm, darum geht's. Ja, das ist ja genauso wie du. So. Ach du heilige Scheiße, ich hab direkt vier Schneebälle bekommen. Yay, Scheißen. Du bist mir ein kleiner Scheißer. Ah. So, und diese Folge endet jetzt, sonst wird sie wieder zu lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss.